Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ja, in der letzten Folge haben wir die geheime Episode abgeschlossen mit Aqua. Und jetzt stehen wir hier mit Ventus in einem Ort, den ich noch nicht gezeigt habe. Und zwar die Mirage Arena. Und ja, das ist mehr oder weniger ja eine Arena mit Minispielen und so, die man machen kann. Und ja, wir werden heute eine Menge kämpfen, und zwar im Arena-Modus. Zwar hier, da müssen wir verschiedene Runden absolvieren, verschiedene Gegner besiegen, und ja, davon haben wir, glaube ich, 13 sogar übrig im Moment. Das ist irgendwie gruselig. Und ja, man konnte auch hier auf dem Kommandobrett spielen und so, was ich alles auch machen musste, um ja sogenannte Arena-Mission abzuschließen. Oder hier Karambolagerin musste man auch machen. Und ja, vorab, aber ich habe eine vollkommen irre Trainingssession hinter mir, und zwar bin ich jetzt Level 99. Und ja, wenn ihr, weiß ich nicht so ein Perfektionist sein wollt wie ich, dann rate ich euch, das nicht zu tun, weil das dauert ewig. Es dauert sowas von ewig. Ich habe, glaube ich, bestimmt eine Woche irgendwie gebraucht, um jeden Charakter auf Level 99 zu bringen. Und das auch noch, indem ich, weiß ich nicht, fast jede freie Minute ausgenutzt habe. Und ja, die Werte sehen am Ende dann ungefähr so aus: Attacke 55, Magie 55 und Abwehr 51 bei Ventus. Mit dem ein Schlüsselschwert noch ausgerüstet, was wir auch am Ende der Story bekommen haben. Und ja, ich sage euch mal, was ich hier alles schon habe. Ich habe nämlich alles außer die Mirage Arena. Also ich habe alle geheimen Berichte, die Geschichte war abgeschlossen, ja. Ich habe alle Sticker gesammelt und das Stickeralbum vervollständigt, welches dann am Ende so aussehen sollte. Habe dadurch ein paar Belohnungen bekommen. Rhythmenmeister zum Beispiel, was ein Kommandostil ist, den werden wir mit Sicherheit hier noch sehen, weil er aktiviert sich verdammt oft. Ich habe alle Schätze eingesammelt, ich habe alle Eiscremesorten hergestellt. Yay, dafür muss ich in der Mage Arena auch irgendwie eine Mission machen. So, Unversierten, die kriegen wir hier alle. Charaktere, Spielstatistik und so, das kommt auch noch. Und mir fehlen noch zwei Kommandos, und das sind einmal ein Abschluss, nenne ich doch Abschlusskommando. Ne, ein Kommandostil ist das. Und ein Multifokus-Kommando, und die müsste man eigentlich hier bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wir werden jetzt alles, was uns noch fehlt, arenamäßig hier machen. Ich habe nur zwei Missionen hier gemacht, und zwar einmal Schatzsatz hier, um die restlichen Eiscremesorten zu herzustellen, und Serumgeheuer, weil hier kriegt man am schnellsten Medaillen. Und ja, wir werden uns jetzt um jede einzelne Mission hier kümmern. Jede einzelne. Und da kommen noch mehr, die ich freischalten werde. So, meine Kommandos sieht man da rechts, Multiwurf und so. Ich bin Level 99. Ich rechne nicht damit, dass ich verrecken werde. Die Abwehr, die ist schon nicht schlecht für die Arena. Eine Attacke wird auch dafür sorgen, dass ich die Gegner schnell erledige, oder Magie. Und ja, es wird nicht sehr lang. Es wird vielleicht ein bisschen lange dauern, heute alles durchzumachen, aber ich stelle mir nicht vor, dass das hier sehr schwierig wird. Also machen wir das hier. Bonus-Herausforderungen müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, weil da kriegt man einfach nur mehr Medaillen. Und ich habe schon alles gekauft, was man hier vom Mori kaufen kann für die Medaillen. Zum Beispiel diese ganzen Sachen hier, die man auch braucht, um alle Kommandos und so zu bekommen. Giftschwall, Protonenknall. Diese Tickets kann man einsetzen, wenn man noch nicht einige Runden hier freigeschaltet hat. Und ja, das fehlt mir als einziges noch, aber da brauche ich nicht, weil ich schon alle Kommandos habe, so Angriffskommandos. So, und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde lang oder länger hier mit Ventus alles kurz und klein kloppen. Das gleiche werden wir auch mit Terra und Aqua noch machen. Aber erstmal eins nach meinem, in der gleichen Reihenfolge, wie ich auch die Story gespielt habe. So. Wie gesagt, das Aufleveln dauerte sehr lange. Und das Blöde ist, es bringt noch nicht mal was für die optionalen Bosse. Ich meine, hier für die Mirage Arena ist das natürlich sehr gut, weil wir hauen jetzt einfach alles weg. Da gucke ich das mal an.
guck mal, wie viel Schaden ich bekomme. Ja, mach. Einfach so random irgendwelche Angriff hier reingenommen. Wir müssen uns echt nicht darum kümmern, irgendwie zu überleben, weil wir werden überleben bei den Sachen. So, mega fair, setz mal das mein. Da tut nämlich alles im Raum töten. Und ja, wir werden uns jetzt einfach hier nur austoben. Vor allem, das ist ja auch noch die erste Mission. Hier wird sowieso nichts schwierig sein. Nicht ein bisschen doof, wenn man hier Herausforderungen sucht. Dann hätte ich vielleicht auf ein früheres Level irgendwie das hier machen sollen, aber Herausforderungen bekomme ich noch genug mit den optionalen Bossen. Ich kann es nur oft genug sagen. Vor allem Level 99 bringt einen gar nichts gegen die. Einzige, was es einem bringt, dass man, weil nicht ein bisschen mehr Schaden austeilt und den Kampf dann ein bisschen verkürzen kann. Was für mich immer ein Bonus ist, weil je schneller der Kampf vorbei ist, desto besser. Und ja, wir hauen ja alles weg, ne? Also es euch nicht auffallen ist. Wenn wir ganz schnell einen Raum irgendwie zerstören möchten, setzen wir einfach Mega Flare ein. Und dann ist alles weg. So, jetzt kommt schon unser erster Boss. Den werden wir noch ein paar Mal öfter sehen. Auch der, da sollte nicht viel Probleme sein. Eisenwächter 1. Komm mal her. Weil dann müsste man den hier ausweichen. Blöd ist, man setzt immer aus Versehen dieses Ding jetzt hier ein, wenn man sich hinter einen teleportiert. Also man setzt es nicht ein. Ja, und das hat letzte Abschlusskommando von Ventus, Stratosphäre, nicht schlecht. Ja, und du bist weg. Und zack, du bist weg. Gut, das war schon die erste Runde. Aber war auch die einfachste, ist klar, die nicht so lange dauert. So, und das werden wir jetzt noch den Rest des Parts machen. Solche Dinger. Weil, warum nicht? So. Geil, null mal. Ach so, das gab es ja auch noch. Wir versuchen halt einfach mal einzuhalten hier mit den Bonus-Herausforderungen. So, wenn man sowas hier abschließt, dann bekommt man das hier, ein Arena-Stufenaufstieg. Je höher der Stufenaufstieg der Arena ist, desto mehr Sachen, desto mehr Runden kann man absolvieren in der Arena. Ich habe schon alles hier außer diese hier, die dafür, bei denen ich bestimmte Missionen machen muss. Und ja, hier muss man zum Beispiel 7 Partien auf dem Kommandobrett hier machen in der Marriage Arena. Karambolage rennen unter so und so 4 Minuten. Und das geht ganz einfach, wenn man nur einen Gegner irgendwie einstellt. Und ja, wir gehen jetzt einfach hier die alle Reihe nach alle der Reihe nach ab und zerstückeln die Merch Arena Stück für Stück. Retourkusche bis zur letzten Minute in 6 Minuten. Das ist kein Problem. Falls euch der Part gefällt, dann hinterlasst bloß kein Abo, einen Kommentar oder ein Like. Die will ich ja nicht. Geht weg damit. Und ja. Oh, ihr seid aber nett. Stirbt. Natürlich tun diese Feuerviecher überleben, weil die gegen feuerresistent sind. Übrigens der beste Trick irgendwie, Kingdom Hearts 12 by Sleep aufzuleveln, ist, indem man nach Radiant Garden geht, an diesen Raum, wo man gegen diesen Boss gekämpft hat, hier gegen diesen Roboter. Oh, jetzt kommen die Viecher und wir sind ein Boss mit Terra und Aqua oder mit den anderen Charakteren. Auch mal viel Geld. Und da tauchen in der Mitte immer so fette Viecher auf, diese Ballonviecher, und da geht man einfach rein mit, weiß ich nicht, mit seiner P im roten Bereich und der Fertigkeit harter Schule, weil dann kriegt man nämlich, weiß ich nicht, doppelte Erfahrungspunkte, wenn man
unter 25% HP hat, glaube ich, und setzt dann Mega Flare ein, also diesen Angriff, der alles im Raum tötet. Da tut man, weiß ich nicht, so ein paar tausend Erfahrungspunkte mal bekommen. Dauert danach immer, oh, wir sind schon am Ende. Danach dauert es zwar immer noch verdammt lange, weiß ich nicht, so alle 5 Minuten oder so kriegt man nur so ein Level up später. Was verdammt lange dauert, aber schnellere Möglichkeit gibt es leider nicht. Aber wie gesagt, man braucht nicht das Maximallevel, um das hier alles zu schaffen. Wenn man gut genug ist, dann schafft man es auch so. So, den machen wir locker fällig. Weil mir ist, glaube ich, gegen Feuer anfällig und wir haben Feuersbrunst aktiviert. Ja, komm her. Willst mich? Okay, hier hast du mich. Oh Mann, was willst du denn? Schmeckt doch noch nach Metall hier, wegen meiner Rüstung. Die man übrigens auch färben kann. Und zack, weg mit dich. Okay, bisher ist es noch sehr einfach. Es ist noch sehr, sehr einfach. So, unter 6 Minuten mehr Medaillen, die ich nicht mehr brauche. Kein Problem. Ja, wenn man früher hierhin gegangen wäre, wäre das natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber es wird noch schwierig genug bei den Optionen. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Die Bosse, die sie hier eingepackt haben, die Optionalen, die sind sowas von unfair. Riskant Reichtümer mit 1400 mehr Talern, okay. Ja, das ist kein Problem. Also jetzt, was ich hier mehr oder weniger mache, ist eigentlich nur, weiß nicht, so Balsam. So Balsam für die Seele, für das, was noch kommt. Jetzt habe ich es noch sehr chillig. Aber das hat schon den Grund, weil es später nicht mehr so schwierig wird. Also lasst mich hier noch ein bisschen Spaß haben, bevor ich hier vollkommen frustriere. Vor allem an einem Boss, den ich bisher nur einmal besiegt habe. Leute, die das Spiel kennen, wissen, wen ich meine. Und ja. Lasst mich noch ein bisschen Spaß haben, bevor ich hier vollkommen verzweifle. Ist alles, was ich sagen will. Aber auch mit, wie gesagt, mit Level 9. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich weiß nicht, der Zeitaufwand ist es, glaube ich, nicht wert. Aber ich habe jedes Kingdom Hearts bisher mit Level 99 beendet. Ich werde jetzt nicht meine Tradition brechen, auch wenn es hier niemanden interessiert, aber trotzdem. So mache ich das halt und so wird das hier auf den Kanal gemacht, ob es passt oder nicht. Und ja. Machen wir halt einfach so. Von denen kriegt man ein paar Sachen hier noch. Aber da ich schon alle Rezepte habe, brauche ich das nicht wirklich. Kann die ruhig töten. Wenn man übrigens alle Eiscreme-Rezepte gesammelt hat, kriegt man ein schönes Schlüsselschwert. Was gar nicht so schlecht ist eigentlich. Oh, und da war's. Aber dauert doch ein bisschen kürzer, als ich gedacht habe. Aber jetzt sind ja noch die ersten Missionen. Jetzt wird noch schwieriger. Die letzten beiden Arena-Missionen werden wir übrigens in einem separaten Part jeweils machen. Weil da müssen wir gegen ein paar etwas stärkere Bosse kämpfen. Aber alles, was hier so über ein paar mehrere Runden geht und so kleinere Bosse irgendwie hat, werden wir noch hier in dem Part schaffen. Und wir sind schon mal 20. Das heißt, wir wollen nur noch ein paar. 10, ne, 10 nicht. 10 kriegen wir, wenn wir alles haben dann, ne? Weberfieber. Außerdem kämpfen wir sowieso bisher gegen Gegner, die wir auch in der Story bekämpft haben. Also können wir euch alles hier an einen Part packen und
einfach durchmähen. Wir haben die Gegner auch schon alle gesehen. Das Spiel hat ja nicht so eine riesige Gegnerauswahl. Ich habe jetzt nicht gesehen, was die Bonus-Herausforderung ist. Übermacht macht das heißt, insgesamt mindestens 8 Kommandostile in Multifokum. Ja, kann legen. Finde ich gut, dass wir mal einen Tapetenwechsel haben. Ich mache das ja auch hier noch, weil jetzt kommen wir mal weg von hier aus treffen. Schade. Soll ich mal voll aufladen? Würde mal gern interessieren, was den Schaden von Multifokus-Kommandos hier beeinflusst. Angriffskraft nehme ich mal an, ne? Wieso, was ist mit diesen Fokus-Kommandos, die irgendwie ist nicht gezählt, wie oft wir schon Multifokus eingesetzt haben. Dann könnt ihr es wagen, mir was abzuziehen. Ich musste bisher noch kein einziges Mal Vita einsetzen. Wie könnt ihr es wagen? Schon der Boss. Echt. Das Gute ist, wir kämpfen ja mal gegen Bosse, gegen die wir mit einigen Charakteren noch nicht gekämpft haben. Das Viech haben wir zum Beispiel nur mit Terra bekämpft. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Dings eingesetzt habe. Ah, da kann ich nicht abwehren. So, ich nehme an, wir haben jetzt schon 8-mal was gemacht, ne? Ja, komm her. Das ist Wagen. Ah, bist du denn? Ich dachte, du bist angesehen, verdammt. Gott, verdammt. Tornado Schlag. Ja, natürlich Angriffe ausgewählt, die so ein bisschen zu Ventus passen, ne? Weil es euch nicht aufgefallen ist. So, kann ich das Ding nicht kaputt machen? Das Ding kaputt und Zyklon noch mal ist das ha. Oh, das könnte doch kürzer dauern als ich gedacht hätte. Also mindestens mit 45 Minuten gerechnet oder 50. Wenn wir Glück haben, haben wir schon in 13 Mal. Oh, 13. Das ist heute eine verfluchte Zahl, kann das sein? Okay, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Was wollte ich sagen? Aber wir tun langsam Stufe für Stufe hier heraufklimmen. Gächter Wächter. Blitzschnell, 20 Mal mehr. Blocke mindestens 20 Mal erfolgreich angriffen. Das wird wahrscheinlich nicht machbar sein, weil ich ja nicht abwehren brauche. Ich brauche nicht abwehren, ich hau alles kaputt. Aber suchen wir es mal. So, die fetten. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich will jetzt noch mal Stellungsspiel einsetzen, das ist das blöde. So, 1. Verdammt. Ja, übrigens ein LP blocken. Boah, greift mich doch an, ihr blöden Viecher. Ihr seid aber auch blöde, ey. Stehe die ganze Zeit vor denen und die machen keine Anstalt, mich anzugreifen.
Ja, ich habe LP blocken, was bedeutet zwei, dass wir drei, jedes Mal P dazu bekommen. 4, 5, wenn wir einen Angriff blocken. 6, ich glaube 7 tut aber nur so viel auch irgendwie heilen, wie der Gegner Schaden macht. 8 ist grad. Wenn die Gegner uns nicht sehr viel Schaden machen, oh, ich kann mich verheilen. Oh mein Gott, er ist natürlich blöd, wenn man jetzt Dings ausgerüstet hat. Stellungsspiel. Kommt her. LP blocken kriegt man 9, indem man Medica und blocken zusammenpackt. 10. Allerdings braucht man vom Blocken 2. Also im Inventar aus irgendeinem Grund, weil sonst will er nicht machen. 11, glaube ich. Weiß nicht, ob man die Bonus Herausforderung überhaupt machen muss. Die irgendwie Geminis, Geminis kommt ja nicht hervor, nicht in seinem Tagebuch, in unser Tagebuch eingetragen wird. Ich habe, glaube ich, zu 97% abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, was mir fehlt. Aber irgendwas scheint zu fehlen. Wenn ich die ganze Zeit Stellungsspiel machen muss, ne? Ja, selbst die Viecher machen wir fertig, bevor die sich aufblähen. Wir werden schon gegen den Wächter hier, gegen den wir gleich kämpfen, genug abwehren, oder? Mann, hör auf damit. Ich will, dass wir die ganze Zeit Stellungsspiel einsetzen. Das kotzt mich an. Dann sehr nervig werden, auch was die optionalen Bosse angeht. Glaube ich, rausnehmen. Noch und her. Ihr seid doch nicht wert, ey. So, ich glaube 13, 12 Mal haben wir irgendwie so abgewehrt. Wenn ich es auch egal, mache ich dann halt offscreen, meine Güte. Wenn ich Stellungsspiel rausnehme. Weil bei dem jetzt auch schwer, bei dem tun wir uns auch immer hinter denen teleportieren. Oh geil. Weiß gar nicht, ist die Mirage Arena in Final Mix dazu geaddet worden oder? Oder ist die einfach schon dabei gewesen? Ja, der Gegner ist übrigens sehr nervig, wenn man noch ein niedriges Level hat. Item 14. 15. 16. 17. Auf damit. 18. Ja, das ist blöd, man kann nicht abwehren, wenn man das direkt macht. Er wartet hier, dass man irgendwie angreift. Ich glaube, da wird nichts mit dem Abwehren. Willst du denn? Geh weg. Glaube ich, weiß nicht. Ist doch egal. Das kann man abwehren, ehrlich. Ich glaube, da waren 20. Noch ein paar Mal. Ich habe gesagt, noch ein paar Mal. Idiot. Da habe ich auch ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Manchmal andauernd getroffen von mir. Oh, machen wir dich fertig.
Wie wenig HP wir nur dazu bekommen. Okay, jetzt reicht's. So, du bist dran. Komm, fürs Start. Himmelsstürmer erlernen. Das müsste ein Kommandostil sein. Oder Multifokus, keine Ahnung. Yay. Ho. 30 Mal haben wir schon. Okay, damit haben wir das letzte, was auch immer. Multifokus oder Entschuldigung. Oder Kommandostil. Zeig mal her. Abschluss, Kommandostil. Schalte dich frei, wenn du bereits ein Kommandostil hast und Antigraf Sturmangriff, zum Beispiel Sturm oder Sprung, zum Beispiel Schwertfallkommandos einsetzt. Das ist natürlich jetzt blöd, ich habe nicht so was. Mach mal Sturmlauf rein. Ja, Luftstarkarte tut er auch, ich weiß nicht. Das habe ich jetzt rausgenommen dafür. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe jetzt dafür rausgenommen. Ja, machen wir weiter. Doppelgänger, der ist glaube ich auch ein bisschen nervig. Knaller, dreimal oder weniger. Heilen, oder? Dreimal oder weniger heilen, nehme ich an. Das ist kein Problem. Ich habe ja nur so, weiß ich nicht, rumgealbert bisher. Aber wenn ich will, eigentlich dreimal oder seltener. Zählt eigentlich blocken hier? Wenn ich ja mit Dings blocke? Nee, ne. Zählt ja auch nicht, wenn ich hier so HP-Kohlen aufsammle. Ach man. Schau mal, Luftstarkato. Mein Gott, hör auf. Ich will Himmelsstürmer. Na, hat nicht geklappt. Das hat aber wenig HP, Kugel, ne? Ihr Bastard. Ehrlich? Mit Stürmer. Hey, cool. Aber ich kann da nicht mehr links. Kann nicht mehr rollen. Also unbesiegbar sein. War das? Haltet mal ein bisschen mehr aus, damit ich sehe, was das macht. Weil mit Stürmer. Das ist aber auch gar keine HP-Kohlen, der Bastard. Oh, wo? Mit Stürmer kommen. Auch mal, wie lange ich in der Luft bleibe. Das war geil. Ich komme gar nicht mehr runter, glaube ich, wenn ich einmal da oben bin. Na komm, Kollege. Ich glaube, von dem kriegen wir sogar HP noch. LP ab. Oder irgendwas anderes.
Und mit diesen bekloppten Angriff, ey. Ist nur dämlich. Ich finde den Gegner ein bisschen dämlich. Macht so random Angriffe irgendwie. Boah, ich will dich angreifen, ne? Und du. Ich kann nicht springen in diesen Dingen. Mach ich dich eben kaputt? Ich muss nicht darauf achten, getroffen zu werden. Ich kann doch nicht blocken. Was ist das denn für ein Kommandospiel, hallo? Ich glaube, wird sich ein bisschen schneller hier aufladen, ey. Ah, jetzt tut er ja, glaube ich, ja. Was wollt ihr denn? Na, einmal. Will ich verarschen? Nee, in Ruhe. Ey, ich kann nicht abwehren, ich kann gar nichts hier in dem Ding. Ich glaube, mir hat gefällt. Ah, jetzt mal wieder draußen. Meine Güte. Ihr seid doch noch einfache Gegner, hallo. Komm her. Oh, ich war da, warum ist das hier so nervig? Sag doch, Level bringen einen nichts, wenn man sich so treffen lässt. So, zweimal. Alter. Ja, zwei übrig. Willst du mich auf den Arm nehmen? Lass mich jetzt mal so tun, als würde ich euch angreifen. Oh mein Gott. Hat ein nerviger Gegner ist. Aber ja. Und ich mach dich platt. So, maximal LP gestiegen, ausgezeichnet. Bringt uns leider auch nicht mehr. Wollen uns fast alle optionalen Bosse one-shotten. Ja. Ich weiß, ich spreche das heute sehr oft an mit den optionalen Bossen, aber lasst mich. So, Auge schafft Bams. Ja, das war nervig, nur weil ich die ganze Zeit getroffen wurde. So, gut, 23. Wir nähern uns dem Ende. Ich so ein Gefühl, oder auch nicht. Ein Mann Armee, das ist der, den wir in Radiant Garden bekämpft haben. Bis zur letzten Minute. 5 Minuten 30, kein Ding. So, langsam nähern wir uns doch so die 45 Minuten, die ich so, weiß ich nicht, berechnet hatte mit diesem Part. Also warte hier. Nachher sind ja schon wieder solche Feuerviecher. Boah, guck mal, wie viel AP die jetzt haben. Wird denen aber nichts bringen, wenn sie tot sind. Ja. Gut. So, 6 Runden dauert das hier. Für Start. So, Mega Flasher und so ein Angriff, der nicht abgebrochen werden kann, ne? Glaube ich jedenfalls. Ich wurde noch nie abgebrochen, wenn ich so einen Angriff eingesetzt habe. Ah, Zyklon, das ist ein guter Mann, ist hier, den möchte ich gerne haben. Ich soll gleich wieder Multibuff reinnehmen, glaube ich. Multibuff hatte ich drin, genau. Jetzt ist mir halt eingefallen. Oh.
Ja, genau. Du hast gar kein AP mehr, ehrlich. Du sollst gar nicht mehr hier rumrollen dürfen. Und komm her. Und du. Oder falsche gedrückt. Nein. Oh, ihr Viecher. Kommt her. Ich mache so Platz. So. Zyklon. Ich kann eigentlich hier nur mit Mega Flares rumlaufen. Ah, Rhythmemeister. Wie mein Auma. Ach man, ehrlich. Fight doch dadurch. Rhythmemeister. Puff. Wenn jetzt noch jemand in der Nähe wäre, wäre noch besser. Und zack. So, nächste Runde, ja. Was? Okay. Kann Ventus nicht mal seinen Wert stillhalten? Wie heißt der? Triumvirator. Triumvator. Willst du ein? Ich habe dich schon mal besiegt. Hau deine Schuhe kaputt. Zyklon. Und dann ist das erste Ding schon weg. Au, oh mein Gott. Kannst du den angefangen? Getroffen. Bin Edelstein. Das ist auch blöd, dass der so viel AP hat. Also was hier? Du hast mir ein bisschen zu lange, bis ich dich hier kaputt haue. Ich muss ja nur X drücken. So, so kann man die Kämpfe natürlich auch abkürzen, ne? Indem man einfach nur Multifokus-Kommandos spammt. Sehr gut. Boah, war sogar ein bisschen knapp. Sollte mal aufhören rumzuarbeiten, wenn ich irgendwie zeitmäßig was machen muss. Okay, 38 Minuten. Ein Mann Armee durchgespielt, 24. Auf 25 tun wir schon den ersten optionalen Boss hier freischalten. So, harsche Strafe, da müssen wir schon wieder gegen den Wächter kämpfen. Und ich darf mich nur dreimal heilen. Are you serious? Ich weiß, wo ich ein Multifokus-Kommando einsetze. Oh Gott, ist das süß. Guck mal, jetzt sind sie da. Jetzt nicht mehr. Ja. Die Gegner, die danach gespawnt sind, auch nicht mehr. Boah. Oh nein. Ich habe nur einen angefangen, der ist nicht wieder Dings. Oh, blöden Viecher, ey. Die sind nirgendwo aufgetaucht, glaube ich. Oh geil, ich hab das wieder. Ich kann doch springen. Und vorhin nicht irgendwie. Ja, euch habe ich auch noch nicht gesehen. Möchte ich auch nicht. Frisst das. Helle Stürmer. Verwandelt er sein Schlüsselschwert nicht in diesen Gleiter? Ja, ne.
Warum tue ich auf mein Schlüsselschwert eigentlich surfen? Ist eigentlich blöd. Da kann er doch einen Gleitmacher haben, wenn er auch damit angreifen können. Dauer auch schon vorbei. Wie ist mit der Runde aus? Ah, verdammt. Ja, ihr habt alle nur ein AP. Natürlich. Tschüss. Die Viecher hassen, ey. Die müssen sterben. Oh, ich hasse diese Viecher so weit von. Und für Start. Schon direkt die nächste Runde. So, und von AP-Verlust kann man jetzt auch nicht so reden. Ah, einer musste natürlich wieder überleben, ist klar. Für Start. Mein Gott. Ich meine, ja, was will ich erwarten? Ich bin Level 99. Aber trotzdem. So, du schon wieder. Was hältst du denn so vom Multifokus-Kommandos? Ich hasse sie. Und dich hasse ich auch. Eisenwärter 3. Fresse er das? Ich glaube, von dem seinen Angriffen hat sich jetzt hier nicht viel geändert. Na? Was keine neuen Angriffe? Okay, Frustrat. Bleib stehen. Aber wenn du einmal getroffen wirst, ne? Kannst du auch nicht wegräumen, weil du irgendwie in den Angriff gefangen bist. Auf geölter Blitz. Ach, lass mal Sturmlauf drin. Ne? Ah, knallhart abgeschlossen. Ah, sehr schön. Ja, wird doch länger als 45 Minuten. Knapp, aber na, was fehlt denn hier noch alles? Eiskalt erwischt, Nachahmeralarm, was? Doppelgänger, oh. Eiskalt erwischt, blitzschnell, 50 Mal oder mehr. Boah, nicht abwehren, oder? Oh, ich glaube, ich weiß, wie man da gut abwehren kann. So, ihr sterbt. 50 Mal abblocken, ja, wenn sonst nichts ist, ne? Du, ein kleines Viech. Kleines lächerliches Viech. Wuff. Wuff. Auf ausgezeichnet, kein Zyklon. Ups. Wollte ich gar nicht, aber hier ist auch nichts mit heilen oder so. Komm her. Komm mal. Super, ja. Ja, das hätte ich wohl gerne. Ich glaube nicht, dass man die Bonus-Herausforderung für irgendwas braucht. Wenn man die braucht für Tagebuch oder so, glaube ich nicht. Kommt schon der Boss. Ja, den Angriff kann ich übrigens immer noch nicht ausweichen. Na gut, wenn du mit so einem Scheiß kommst, dann komme ich auch mit so einem Scheiß hier.
glaube, ich tue echt Stellungsspiel rausnehmen. Weil behindert mich mehr als mir hilft. Eins. Ja, jetzt 50 Mal machen wir, aber sind wir auf den Hand. Ja, kein Bock. Lass mich mehr warten, bis er damit fertig ist. Und zack. Ich glaube, das war es aber noch nicht. Nee, war es noch nicht. Schon sagen, da kommt noch was. Trotzdem, der Angriff von Säcke ist immer noch unfair. Weiß nicht, wie man den ausweicht. Aqua könnte man den bestimmt gut ausweichen, weil die hat ein Schild. Wie soll man das mit Dings ausweichen? Terra oder Ventus. Das ist überhaupt eine Stratosphäre? Eine gute Frage, ne? Also eine Hemisphäre ist, aber nicht eine Stratosphäre. Jetzt stellt sich heraus, das ist genau das gleiche. Und die haben mich voll zum Affen gemacht. Ach komm schon. Korrekt doch. Vielleicht nur mega fest ausrüsten müssen. So hat für ein Red schneller gegangen. Aber euch hat sich mega fair ein. Euch habe ich keinen Bock. Ja, diese Feuerviecher nur halb so viel AP haben wie die anderen Viecher, frecken nicht richtig lange. Klemmt meiner. Zyklon. Und mega. Nein, der hat halt abgebrochen. Ich hasse euch. Du warst das, ne? Ich weiß es doch. Hier, komm. Status. Hey. Ventus Angriffe sehen so unnatürlich aus. Ja, ich glaube, bei denen kann ich 50 mal blocken bekommen. Dem nämlich abschießt. Hallo, Boss, der später irgendwie optionaler, schwieriger Boss wird. Aber hier voll einfach ist. Na ja. Hey. Aua. Warum trifft mich davon die Hälfte? Vor allem, wie klein die Stampfer von denen jetzt nur noch sind, ne? Ich heim durch dein Eis wieder hoch, ja, was sagst du dazu? Ja, ein paar kommen von oben, super. Das war sehr nett von dir. Da sind wir auf den Annehmer und gucken jetzt noch von oben welche. So, ich nehme an, das waren 50 Mal. Oh, ein dreckiger Spammer, ne? So, werden schon 50 sein, ne? So, jetzt bist du dran. Boah, hör auf damit. Muss er jetzt nicht die ganze Zeit, oder? Cool, na? Der Gegner ist voll die Lachnummer im Gegensatz zum ersten Teil.
nochmal LP gestiegen, ausgezeichnet. 50 Minuten. Oh mein Gott. Joink. Das Ganze nochmal mit Terra und Aqua. Ist ja nicht geil. Also gehen wir ein bisschen Gas hier am Ende. Ich will nicht, dass das länger als eine Stunde geht. So, was haben wir noch übrig hier? So. Nachahmalarm. Wie macht der Meister? 15 Mal mehr. 15. Boah. Oh, hallo. Den Ort gibt es auch noch. Also eigentlich nicht mehr, aber. Ist noch hier das Spiel begonnen? Diesen Charakter, diesen Ort. Das war jetzt zweimal. 15 Mal, okay. Dreimal, viermal, hey, fünfmal, oh. Boah, boah, ihr macht das doch hier extra. 7, glaube ich. Ach. Nein. Zehn. Getroffen. Oh, schon weg. Oh, hi. 11. Was eigentlich für euch ein Ding sein? Klappt das? Na, schade. Habe ich übrigens nicht mehr mitgezählt. Geil. Wow. Rhythmenmeister. Ha. Bom. Was hat? Nein, einer ist noch übrig, ist klar. Ich werde schon jetzt genug haben, oder? Die Blöde hat man nicht angezeigt bekommen. Das ist aber mindestens wenigstens. Rhythmmeister. Buff. Doof. Ich kann nichts drücken. Das heißt, die Runde ist wahrscheinlich vorbei. Ha, eine Illusion des Birth by Sleep. Waren wir bei 17, ne? Ich will nicht auf 18 gelangen, aber trotzdem. Ich bin auf 17. Da können wir gleich nochmal gegen dieses Nachahmviech, ne? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So, komm her. Ah, wusste ich doch. Bitte packt mich jetzt nicht wieder so ab wie beim Kampf davor. Wird schon 15 Mal gewesen sein.
Warum machst du mich doch hier über mich lustig, oder? Und zack. Vor allem, ich muss immer erst am Boden an, um eine Magie einzusetzen, ey. Einen Zauber, um eine Magie einzusetzen. Um einen Zauber einzusetzen. So. Okay. So, jetzt tut er wieder so, als würde er laufen. Aber schwebt er über dem Boden. Na, komm du mal her. Oh mein Gott. Was ist das? Komm her. So. Wenn du deinen blöden Klon da wieder einsetzt, mache ich dich lieber so fertig. Der wollte mir gerade das Buch überziehen. Der hat mir das Buch übergezogen, oder? Ah, sehr schön. Ich habe nichts bekommen, leider. Oh. Hat 22 Mal vor 15. Ist ja nicht geil. Boah, eine ganze Stunde. So. Soll ich noch zwei Dinger übrig sein, weil die letzten beiden sind nur einer, ne? Aufseher der Arena. Von 9 Runden, ne? Knallhart, 15 Mal oder weniger? Was? Wieder auf den Arm nehmen? Selbst mit Dingens hier. Mit ohne Level. Okay, jetzt sind 9 Runden, aber trotzdem. Daniel, man ist normalerweise nicht so stark, wenn man das macht. Erste Runde. Eigentlich 15 Mal oder seltener, ja. Wenn ich mal annähernd nah daran komme, als hier. Oh, ist mal am Laden. Wenn wir mal von uns warten. Das kann ich euch fertig machen. Okay, wenigstens. Boah, du machst das doch ja so von extra, ey. Boah, ich hasse diese Viecher, ehrlich. Ja, und einfach nur ab. Das war's aber, ne? Ich glaube, du hast mehrmals die Wächter kämpfen, oder? Guck mal, die haben schon einen Balken. Die ganzen. Auch was erfreck ich ja noch. Komm, aus dem Weg. So, ihr seid alle tot. Ja. So, jetzt kämpfe ich noch mal gegen dich, ne? So, League of Kämpfen. Let's. Hey, hier raus. Ja, okay, ist gut, Mann. Also was hier? So. Ganz mich wahr. Tu mich doch nicht anstrengend für dich. Für euch auch nicht. Testet ihr das? Schon bin ich wieder hochgehalten, ohne Heilung einsetzen, ne? Was sagt ihr dazu? Cheaten. Was? Das war, glaube ich, Verschwendung.
Und pass auf, ich komme. Oh, nein, kein Bock. Oh, schade, gibt's auch noch. Na, oh, ich hab mich verdrückt. Du bleibst gefälligst hier, bevor du wieder die ewigen Lüfte des Nichts machen gehst. Ey. Da reicht. Runde 7. Macht einen Spaß, ne? Sehe ich alles kurz und klein, aber ohne irgendwie nah dran zu kommen zu breiten. Oh, Klingenlicht. Gibt's auch noch. Und verreckt. Heck. Und Klingenlicht. Hat er ist im Baum getötet? Nicht gerade so eine Reichweite hat. Oh. Ja, wir kriegen ja fast jeden hier Kommando-Stil-Dingen zu sehen. Ne? Ja, eigentlich, ich habe noch nie diesen Blitz-Kommando-Stil ja eingesetzt. Ah, Elocitatis. Boah. Noch mal. Mehr so Massenzauber reinpacken sollen wie Sanctus und so, auch fast alles im Raum hier töten. So eine Attacke, die auch Ventus einsetzen kann, werden wir danach nie wieder sehen. Nein, was habe ich getan? So, noch mal Wächter. Komm her, die sehen wenig anders aus wie vorher, echt nicht. Eisenwärter 4. Ich lehne die Herausforderung dieses Kampfes ab, indem ich Multifokus-Kommando spamme. Oh mein Gott. Ich habe den beinahe damit gewonshuttet. Ja, das gibt es auch noch, genau. Ah. Ja, komm. Ja, du kannst die Arena kaputt machen, ist gut. Weißt du, was ich kaputt machen kann? Dich. Zack. Du machst die Arena kaputt, ich mach dich kaputt. Bitte trifft mich nicht nochmal. Gut. Ich wurde noch getroffen. Ich hatte ein paar P verloren. Mein Controller hat vibriert. Ich hab's gespürt. Kein einziges Mal geheilt. Was? Multi-Vortex halten. Oder ein Vortex. Vortex, ne? Mhm. Das müsste ein Multifokus-Kommando sein. So, 28. Ultimatives Multifokus-Kommando. Schwinge mit Windkraft des Schüsselschwert und treffe mit dessen Schwung die Gegner. Glaube ich jedenfalls, stand da. So, jetzt haben wir eigentlich alles, ne? Nur das Seeungeheuer fehlt noch und böse, oh, das fehlt ja auch noch. Das Seeungeheuer muss ich auch noch zeigen. Das haben wir ja noch nicht. Also ich habe das schon gehabt, aber muss ich das mal zeigen? Das war so richtig bescheuert. Der Boss, den ich da bekämpfen muss, finde ich richtig bekloppt. Wir sind im Monstro, ne? Warte mal, gehen wir mal kämpfen. Mag diesen Boss hier nicht. So, normalerweise geht es hier viel schneller, indem man einfach nur eine Sache einsetzt, und zwar Mega Flare. Und sagt, ihr seid tot. Jetzt kommt da. Ja, habe ich so oft bekämpft, Medaillen zu farmen. Und ja, ich weiß, wie man den besiegt. Aber ich habe nicht die Kommandos, die ich sonst auch immer habe. Normalerweise kann man ein paar Minen bei denen einfach reinlegen. Und dann ist er tot. Aber ich bin jetzt auch Level 99.
Also müsste ich auch ein bisschen mehr abziehen. Ja, das wird nichts so. Wahrscheinlich ist der Resistenz gegen Feuer, ne? Ja, das kann viel schneller gehen. Jetzt gucke ich mal an, wie der Wal gegen mich kämpft. Ein Wal kämpft gegen mich. Guck ich das jetzt mal an. Weil ich mich hier herumschlagen muss. Guck mal, der kommt zu mir hingesprungen. Was zum Teufel? Was soll ich dazu sagen? Ich bin dann so bescheuert, ne? Da ruhig dann an. Das ist ein Kung-Fu-Wal hier. Schießt du denn hin? Was soll das? Ja. Komm mal bitte ein bisschen näher. Boah. Wie, ich kann Wasser nicht abwehren. Weil verarscht mich. Ey, was soll der Scheiß? Komm, gefällt hier hin. Was soll andere nervige Angriffe kommen? Wie springt der mit so einer Wucht auf einen los? Ich verstehe das nicht. Weiß er, einen Moment ist er nur da am Schwimmen und auf einmal. Boah. Und er hat voll gezielt auf mich abgezielt. Es ist natürlich blöd. Oh mein Gott, zieht das viel ab. Ich habe mal früher eingesetzt. Das Blöde ist, der verschluckt einen jetzt wieder. Ich muss wieder da unten in den seinen Magen ein paar Viecher erledigen. Das kann so, weiß ich nicht, bis so 10 Runden oder so gehen. Dann spuckt er mich wieder aus, ne? Normalerweise habe ich den zu dem Zeitpunkt hier schon längst erledigt. Aber er stellt sich ja wieder an, ja. Braucht eigentlich nur Minen bei denen hinlegen oder einen stärkeren Dings einsetzen. Abschlusskommando, Kommandostil, dann ist er eigentlich schon in einer Runde erledigt. Aber natürlich jetzt wieder unnötig nervig. Aber wir haben die Dings schon, die habe ich ja sowieso schon auf Screen geschafft. Aber wird mir nicht angezeigt, dass ich die schon hatte. Also weiß ich nicht, macht man glaube ich umsonst. So, jetzt bleibt nur noch eine Mission, die wir machen. So, das hier wird in einen separaten Part hier eingeteilt. Warum steht hier nicht neu? Wir machen den Meister. Setzt insgesamt schon wieder. So, da dürfte eigentlich kein Problem sein. Machen wir das noch und dann sind wir fertig. Erstmal. Ach, kämpfen nur gegen Bosse. Mach ich alle mit dem Multifuchs-Kommando kaputt.
Ah nein, stimmt. Boah, nur eins davon hat schon so viel abgezogen. Eins war das. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünfmal war das. Wenn wir bei jedem Boss jetzt fünfmal einsetzen, dürfte das klappen. Sechs. Sieben. Ist das schnell. Start. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Boah. 13. 14. Kein Ding. 15. 16. Warum zieht da bei denen gar nichts ab? 17 war jetzt, ne? 18. 19. 20. Triffst mich hier oben nicht, ne? 20. Ja, geblieben. 20. Und salalala. Ich frage mich, wie stark das Ding ist, wenn ich das voll aufgelevelt habe. Also Multifokus-Kommando. Oh, wird schon gleich über 25 sein. Oh, verreck. Oh, wird langsam ein bisschen schlecht hier von den ganzen Kameraschwenkungen von Ventus. Weg bist du. Das ist gut, Mann. Oh, nerviger Gegner, ne? Naja. Der bewegt sich einen Schritt weg und ich treffe ihn nicht. So, wird schon 25 sein. Na, du schon wieder. Jetzt helfen wir noch mal gegen die ganzen Bosse, die wir schon so bekämpft haben. So, das will jetzt wehtun für dich, habe ich das Gefühl. Oh, klingelig geil, ich liebe diese. Ich meine, wie viel er abzieht. So, jetzt kriegt jemand noch das Abschlussding davon auf die Fresse. Was? Wieso ist das weg? Hat's doch gerade. Pisser. Komm.
Lass uns mal abwehren, geil. Mein Gott. Auf mit dem Angriff. Oh mein Gott. Er tut voll hier alles hinauszögern. So, Stratosphäre. Bitch, please. Wo ist er? Boah, es ist ja schon wieder damit dran. Weiß auch, wie ich mich früher mal bei dem aufgeregt habe, dass ich von Eis getroffen werde, von dem. Was eigentlich komisch ist. Weil wenn man mit Ventus dauerhaft Ausweichrollen macht, wird man nie getroffen. Ich hasse es so zu kämpfen. Jedenfalls bei so einem Boss. Oh, hör auf mit dem Angriff. So, Falk, danke. Junge, was? Er hat noch weiter angegriffen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Verarschung. So, zack. Omnischlag. Irgendwie aus wie Omnischlag, oder? Von Cloud oder von Zack. Wer auch immer diesen Angriff zuerst erfunden hat. Ah, getroffen. Wie, ich ziehe da nichts ab. Ja, das wird wehtun. So, ist doch mal der Wächter, ne? Da kommt der Nachahmer auch noch. Nur schon wieder, hi. Dünn. Was ist eigentlich für ein Hass gegen mich? Warum guckst du mich so böse an? Oh, Klinglich, du bist sowas von dran. Oh Gott. Glück steht er gerade da und macht nichts. Da darf ich noch was machen, danke. Wird er nicht aufs Zukommen? Okay. Komm her, so, bring was hinter uns. Wie viele Gegner ich schon mit meinem Konter ja getötet habe, ne? Mit meinem Rachesturz oder Rachewurf oder wie auch immer. Und das wär's. Jetzt müssen wir ja fertig sein. Mit der Arena. So, Ultima Schwert. Ha! Sehr gut. Wenigstens etwas schon mal, was wir für die optionalen Boss vielleicht gebrauchen können. Ich weiß es nicht. So. So, damit haben wir alle die Dinger hier schon mal abgeschlossen, oder? Warte mal, da können wir auch ganz einfach nachgucken. Hier nehmen wir einfach hier. Oh, hallo, wir haben alle Unversierten ausgezeichnet. Langsam füllt es sich. Treffer, ja, da müssen wir hier noch irgendwas machen. Habe ich eins irgendwie noch vergessen anscheinend. So, spiel die Lehre des Lichts durch. Nur eine davon. Danach noch eine. Gut, ausgezeichnet. Sag mal, Schlüsselschwert. Ah, sehr gut. Alles auf 1 noch erhöht.
gezeichnet. Dann würde ich sagen, können wir hier einen Schnitt machen nach einer Stunde. Guck ich mal, wie geil das Teil aussieht. Und dann würde ich sagen, das gleiche machen wir dann noch mit Aqua und Terra in der Reihenfolge. Und ja, in dem Sinne sage ich dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das sehr lange gedauert hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss!